Wenn die Kleinsten die Größten sind, die erste E-Jugendmannschaft von Blau-Weiß Meer. Ja, wir sind jetzt das dritte Mal im Folgemeister geworden in der F-Jugend der Saison. Auch zweimal hintereinander jetzt mit der E-Jugend auch. Aber mit der E-Jugend haben wir jetzt den Trumpf geschafft in 16 Spielen. 15 Siege und einen Unentschieden und wahnsinnige 173 zu 31 Tore geschossen. Also das erste Mal haben wir mit Kindersekt gefeiert. Dann haben wir noch so kleine Pokale gekriegt. Also die Jungs, die machen wirklich einen hervorragenden Job. Jungs aus den Jahrgängen 2004 und 2005, die ihre Liga ordentlich aufmischen. Obwohl die Spieler der anderen Mannschaften zum Großteil ein Jahr älter sind. Das ist mir egal, weil es kommt nicht vom Alter an, sondern von der Spielerstärke. Ich glaube, dass wir gut zusammenspielen können und wir uns alle mögen, dass wir gute Spieler haben. Wir kombinieren sehr viel. Wir haben dadurch auch einen guten Ruf, ja. Und das sieht man natürlich in den Ergebnissen. Aber dafür trainieren die Jungs auch etwas anders als andere Teams. Weil wir einen guten Trainer haben. Ja, wir lernen hier im Training ziemlich schnell Doppelpässe und spielen auch lange Bälle nach vorne. Viel Ecken einstudieren, weil hier meistens in der F-Jugend, E-Jugend haben die meisten Kinder Angst, hier für einen Kopfball zu machen. Und wir haben die Jungs darauf getrimmt, dass die auch mit dem Kopf dahin gehen. Und ja, das ist auch hier unser Matchballspiel, sag ich mal, wo wir wirklich gut hier punkten können. Ja, die Zweikämpfe, Torabschlüsse und so. Wir machen zweimal die Woche Training und gehen auch dienstags meistens eine halbe Stunde laufen und machen wirklich intensives Training, machen auch schon für D-Jugend vorm Training und ja, das macht sich sehr, sehr bezahlbar bei den Jungs. Und so kombinieren sich die Jungs von Titel zu Titel. Natürlich sind auch die Kicker bei Blau-Weiß Meer schon auf unterschiedlichen Positionen einzusetzen. Auch wenn der Grund für die Jungs manchmal ein wenig interessant klingt, zum Beispiel mal als Torwart aufzulaufen. Weil welche Bälle ich halte, wenn ich 5 Bälle in ein Spiel halte, kriege ich von meinem Vater für ein Spiel immer 3 €. Und wenn ich einen Ball halte und als Spieler, kriege ich nur 1 €, wenn ich ein Tor mache. Egal, der Erfolg ist auf jeden Fall sicher.